Willkommen zurück zu Witcher 2 Assassins of King. Wir sind irgendwo im Wald, bei wo Jorvitschheim mal herrscht, das ist auch anscheinend ein Elf. Und da vorne haben wir einen Panflöten-Elf. Mal gucken, ob der... Ah, das ist bereit. Ach, der Elf aus der Zwischensequenz. Grüß dich. Zumindest doch keine Panflöte, sondern eine normale Flöte. Hey. Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit. Diener des Temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Tja, da waren sie versuchen. Was? Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber? Das wollte ich gar nicht klicken, verdammt! Rede mit ihm. Muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Komm runter und wir beenden das. Ich warte. Ha! Du bist ein ehrloser Mann, Vernon Roche. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roschs König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist? Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Na toll, es hat ja super funktioniert. Och Mann. Ich will sowas auch können. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Ja. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Tja. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Zum Boot? Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Ach so, das sind jetzt... Was, Roche? Lässt du wohl die Pfoten von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Was zauber ich hier eigentlich? Hier ist auf eine Scheiße. Jetzt sterbe ich mit der Hand auf einem reizenden Hintern. Nicht auf meinem. Ah! Halte den Zauber. Aber wo kommen denn andere? Der dritte noch hier. Los. Seit wann ist das... Zappeln. Ich muss mich konzentrieren. Seit wann ist das Artzeichen eigentlich so komisch? Ja, ich möchte nicht Witcher da. Nicht weg. Ah. Was ist los? Okay, stellt sich heraus, Witcher stürzt ab. Schmetterlinge herzaubern kann. Davon habe ich schon gehört. Warum zauber ich eigentlich Axi? Ich wollte Irr zaubern, egal, bleiben wir jetzt zaubern. Bist du das, Roche? Lässt du wohl die Pfoten von... Ich hab schon gehört, dass das Witcher gerne mal abstürzen kann. Du denn, wer es ist? Hab ich jetzt... Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Von wo denn? Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kurz gleich. Hauptsache, wo die Leute auf einmal von hinten herkommen. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem reizenden Hintern. Nicht auf meinen. Warum schreien die nicht mal alle Jorvit? Weiter, los! Nicht so zappeln, ich muss mich konzentrieren. Ja, und ich nehme hier schon unfassbar viel Schaden. Ach, da hinten ist ja schon die Stadt. Ja, alles in Ordnung. Dieses
Diese Hurensöhne! Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Wer weiß das schon. Ich finde übrigens Art doch nicht so effektiv. Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Trägst die Barriere mit Schwächer. Warum habe ich eigentlich schon wieder... Schneller! Ein bisschen Magie. Nur noch ein kleines bisschen. Warum habe ich eigentlich schon wieder das falsche Zeichen? Ich wollte doch irgendwie zaubern. Schon. Ja, habe ich doch. Ist alles gut. Außer, dass ich hier langsam sterbe. Kann ich quicksaven? Oh, ich kann tatsächlich quicksaven. Krasser Scheiß. Und ich kann vor allem die Blumen mitnehmen. Na bitte. Sag ich mal vorher. Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Natürlich müssen wir noch mit dem Dorf vollkommen ärgern oder was? Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Aha. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler, Emhyr Far Emrais. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Aha. Triss und das Bordell. Gewürzhändler. Habt ihr das gesehen? Das kommt noch. Aha, fliegen jetzt auch noch. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Aha. Was will denn dieser Abschaum? Sie haben die hier verfolgt. Ein Überfall am helllichten Tag. Wo interessant, ist der oder? Kommandant, wenn man ihn mal braucht? Kam Kommandant. Also scheinbar kann man sich mit den Mengen Leuten unterhalten. Ich sollte langsam sich echt mal leveln, glaube ich. Dann wäre das Spiel, glaube ich, auch einfacher. Oh. Alles Kunden zu wissen, dass auf die Töten des Kyrian eine abscheuliche Flusspest eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist. Toll. Ja, wie soll ich das machen? Ist. Oh, kann ich noch was plündern? Nö. Ich denke mal, ich kann mich in der Stadt später nochmal umsehen. Ich renne jetzt einfach mal den Leuten hier mit. Sehen wir uns bei der Hinrichtung. Du musst wahrscheinlich sowieso erstmal Sultan und den Baden befreien. Ha. Aber Hosen für Frauen scheint ja allgemein Mode zu sein. Oder? Meine, das ist nicht die Einzige, die mit Hosen rumrennt. Wo es sonst mal so eine die strikte Rockkultur gibt. Also, oh, was sind wir denn hier noch gejagt? Ja, wahrscheinlich. Ah, das sieht doch sehr aus wie Sultan Chiviai. Kennen wir die anderen Leute noch? Nö. Der andere ist wahrscheinlich... Ich meine, wie heißt der denn? Na, wahrscheinlich wissen wir es gleich. Vergiss das mal. Sultan. Rittersporn. Ach ja, mein Informant. Na, prächtig. Und der Plan? Improvisieren. Keine Toten. Wir machen das schon. Keine Toten? Geralt? Geralt! Hierher! Hilfe! Tja. Find heraus, wie du wieder mit Sultan reden könnt. Ich könnte erstmal mit dem Mann hier reden. Hallo. Lump, du. Hey, nee. Also, aha, Wächter. Du, Weißhaupt, zurück da. Ah, was ist denn hier los? Weswegen hängt ihr sie denn? Sehen doch harmlos aus. Paktieren mit den Eichhörnchen. Rittersporn? Ein Elfenspion? Nein, den hat sein kleiner Sporn an den Strick gebracht. Wie bitte? Er stand dem Lüstling zu oft. Nun soll er baumeln. So will es das Urteil. Hä? Das Urteil ist eben härter als der Spornhexer. Glaubt ihr an diese Rechte? Ja. Was? Leute, seit wann wird man denn im freien Königreich Temerien wegen seiner Lust aufgeknüpft? Wir sind doch nicht in Nilfgaard.
Zieh Leine, du Wunderblume, oder ich garantiere für nichts, anständigen Leuten hier den Spaß zu verderben. Wunderblume oder nicht, was er sagt, haut schon hin. Wächter, ich pimpe auch ganz gerne und will nicht gleich dafür baumeln. Ja, der Wächter hat uns auch schon ein paar Mal besucht, sich aber nicht besonders amüsiert. Eigentlich gar nicht. Gavena, verschwinde! Das ist nicht dein Puff hier! Ich kann gerne gehen, aber das sag ich euch, an der bösen Lust hat's ihm nicht gemangelt. Dein Kleiner konnte nur das Köpfchen nicht heben. Oha. Unterbrech die Exekution. Schnauze! Der Sänger baumelt und fertig. Dies ist eine ordentliche Stadt. Huren und Hexer haben hier nichts zu melden. Weg die Worte, Wächter. Mit Hexern kenne ich mich nicht aus, aber Gavena ist eine anständige Frau. Mäule halten, allesamt, sonst stopf ich sie euch. Womit, möchte man fragen, womit? Dein Pinsel füllt mir doch kaum den hohlen Zahn. Gavena, ich warne dich zum letzten Mal. Und jetzt willst du eine Frau schlagen? Wenn das eine Frau ist. Gieß nur Redos Knechten! Erhebt die Hand wieder die Staatsgewalt! Ach, jetzt muss ich hier essen. Muss ich hier boxen, ist ja schön. Es findet sich auch für wie war das mit keine Toten? Also die Boxkämpfe sind auf jeden Fall noch leichter geworden als im Vorgänger. Willst du auch abstrecken? Ja, der ist wohl hinüber. Wer ist das denn schon wieder? Sieht aus wie eine Elfin. Na gut, die ist dann wohl hinüber. Jetzt bin ich schon oben und kann hier schon rumboxen. Ja, der sieht, zumindest der Folterknecht sieht schon. Also Folterknecht ist ja nicht der. Der Typ mit der Kapuze sieht schon ein bisschen kräftiger aus. Wie? Das war's schon? Ja, anders wird noch. Ja, der interessante Fuß hat der. Also ziemlich simple, aber ziemlich viele halt. Aha. Was zum Kuckuck geht hier vor? Ich frage, was zum Teufel hier los ist? Ich melde gehorsamst. Gib mir aus den Augen, Klebler. Ihr könnt nicht mal ein paar lausige Banditen aufhängen. Und du, halt still! Hände weg von der Waffe! Auf diesem Schafott wird entweder geredet oder gerichtet. Was ziehst du vor? Och, reden wir nicht schlecht. Guck mal, ich hab nur eine. Ich will rechts auf unserer Seite. Ja, wer bist du? Hast du hier das Kommando? Verzeih mir. Bernard Loredo, Kommandant von Flotsam. Ja, ich beherrsche diesen Puff. Die Zeit ist ganz schön wenig auf Dunkel. Das Recht ist auf unserer Seite. Du hast kein Recht, sie zu hängen. Interessant. Denn das Gesetz in Flotsam bin ich. Da bin ich anderer Meinung. Vernon Roche, Offizier des Königs. So, so. Blaue Streifen. Die berühmten Anderlingjäger. Derselbe. Jeder unter Kollaborationsverdacht mit den Scoia'tael unterliegt meiner Jurisdiktion. Und Rittersporn? Was wirft man ihm vor? Abfackeln meines Wachturms. Was sagt eure Jurisdiktion denn dazu? Das dachte ich mir. Ist das wahr? Könnte so ausgesehen haben. War aber nicht meine Schuld. Hier ließ ich einen Dieb frei. Ganz ruhig. Nur ein Scherz. Nett. Ich hasse Diebe. Es kann noch ein Spektakel geben. Blutig und gar nicht lustig, weißt du? Oder? Wir können uns irgendwie einigen. Das heißt? Gib mir einen Moment, Hexer. Hört her! Viele haben sicher schon von den Gerüchten gehört, die bei der Belagerung der Burg der Lavalettes durchgesickert sind. Leider sind sie wahr. König Voltest ist tot. Offenbar waren die Scoia'tael an diesem scheußlichen Mord beteiligt. Wie man sieht, darf sich niemand mehr sicher wähnen. Darum werden jetzt Wagen mit starker Bewaffnung in Flotsams Straßen auffahren. Ich verhänge hiermit den Ausnahmezustand. Wartet auf Befehle. Haltet euch bereit. Haltet euch bereit, euren gefallenen König zu rächen. Aha. Und jetzt geht! Geht alle nach Hause! Ha. Wird da schon unsere nette Vorstellung, ja? Was für eine schöne Rede.
Du hättest auch gleich behaupten können, die Anderlinge hätten Foltest ermordet. Meine Untertanen wissen ohnehin, wer ihr Feind ist. Wenn sie im Wald nicht permanent aufpassen, sind sie tot. Dafür dürfte es in der Stadt reichlich freundliche Anderlinge geben. Aber da steht nun einmal dieser unbarmherzige Wald ringsum. Wenn wir die Agenten in unsere Stadt lassen, überleben wir das nicht. Die Skoyatel ziehen uns bei lebendigem Leibe die Haut ab. Wir dürfen keinen Moment den Fehler machen, uns in Sicherheit zu wiegen. Was wird aus Ihnen? Es gibt keine Exekution. Vorläufig nicht. Sagen wir, ich untersuche die Angelegenheit noch einmal. Der Galgen ist kein Ort für Gespräche. Reden wir bei mir weiter. Deine Freunde lasse ich inzwischen laufen. Aber sie müssen in der Stadt bleiben. Ich erwarte dich am Abend. Komm nicht vor der Dämmerstunde. Ich hab zu tun. Und noch eins. Willkommen in Flotsam, Hexer. Ja, grüß dich. Moin. Die wollten uns wirklich aufknüpfen. Umbringen. Ich weiß nicht. Ich wollte den Turm gar nicht anzünden. Aber hast du es gemacht? Schon in Ordnung, Rittersporn. Verschwinden wir hier. Wir stehen in deiner Schuld, Hexer. Meinen Dank. Jetzt aber ab in die Schenke. Rittersporn, kipp eins, dann geht's wieder. Und du, Geralt, erhältst bei der Gelegenheit erbauliche Kunde von der hiesigen Heuchelei, wie man Wollust mit falschem Anstand tarnt. Aha. Wirklich abends zu Lorenz Anwesen. Kann ich mit denen direkt reden, oder, Leute? Meine Erinnerung kommt wieder, das habe ich noch gar nicht angesprochen, wa? Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Alles in Ordnung? Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aha. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Süß. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Adieu. Ja. Also, dass die Ideologe Zeitbegrenzung haben, gefällt mir ja teilweise nicht und teilweise doch. Ja gut, sie sieht nicht besonders fit aus und der auch nicht so doll. Naja. Naja, so ist das mit den Galgen. Vor allem den Spaßverderben, aber hier ist auf jeden Fall die Taverne. Aushänge. Könnten interessant sein. Aushänge, oder mal hier, erstmal zigtausend Büsche. Ich sehe schon, bevor ich überhaupt eine Quest weitermache. Wie viel haben wir es denn eigentlich? Wie kann ich das? Ah, ich kann das Spiel gar nicht mehr anhalten mittendrin. Ah, Moment, was ich aber machen kann, ich kann doch hier wahrscheinlich mitten auf dem Dorfplatz meditieren, oder? Jawohl. So, warte mal, wenn ich jetzt mal kurz. Ich möchte mal kurz eine Stunde abwarten. Mitternacht? Achso, das ist der Zeitpunkt. Wir haben es gerade jetzt. Wir sind gerade in der Morgendämmung. Da möchte ich jetzt eigentlich. Habe ich jetzt eine Stunde abgewartet schon? Nee, oder auch nicht, oder? So, habe ich jetzt eine Stunde abgewartet? Ich bin noch nicht ganz so sicher, das bei den Abwarten-Dings hier. So, kann ich jetzt eigentlich meine komischen Skillpunkte hier? Hallo, ich würde gerne meine Skillpunkte versetzen. Oder, nee. Schaltet Messer werfen. Ich kann auch nicht mal Messer werfen. Ja, nee. Weil das hier hätte ich ja gerne irgendwie. Hä? Also ich kann mittlerweile auch alles andere noch leveln. Ich kann Alchemie, ich kann Magie, kann ich. Nee, Schema gesperrt. Beschreibung ist ja, das ist schön, ja, aber. Ja, wenn ich das hier so mache. Ja, toll, dann kann ich hier blablabla. Ich bin wirklich überfragt, warum ich nichts leveln kann. Also, bin ich einfach nur zu doof dafür. Ich habe ja anscheinend 5 Talente frei, aber ich kann trotzdem irgendwie nicht. Moment. Achso, hier sind. Achso, da waren nur die Bomben. Nee, genau. Hier. So, hier Tränke. Achso. Ach, muss das hier machen. Jetzt kann ich das. Ah, so, warte mal. Jetzt 50 Vitalität, das klingt gut. Alles blocken klingt super. Schalte für den Messpfeil umzulenken. Energieregeneration im Kampf hört sich klasse an. Das hätte ich gerne in Level 2 davon. Und Energie plus 1, jawohl. Ich will viel zaubern, weil das Kämpfen, das wissen wir ja schon. Ach, verdammt.
Chance, dass wir mal blocken. Maximale Energie 100%. Hey. Okay, da musst du, da geht, glaube ich, wahrscheinlich der nächste Skillpunkt rein. So, dann kann ich jetzt hier. Da kann ich noch Merkmale. Achso, nee. Hm. So, da kann ich noch nicht mehr. Merkmale ist das hier. Da kann ich noch nichts machen. Ach, hier, Deckung. Ja, nee, das sind die Fähigkeiten. Warum ich Pyromane her habe. Na gut. Tuck. Jo. So, dann habe ich jetzt erstmal gelevelt, nicht wahr? Ja, das hätte mir gleich einer sagen müssen, dass ich dann diesen komischen Meditationsmodus machen muss. Das habe ich auch 20 Folgen lang nicht gecheckt. Es tut mir leid. Verdammt. So, dann sind wir auch übrigens apropos fertig. Gecheckt. Wir sind fertig mit dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, ja, Witcher 2, Assassin's of Kings. Ich würde mich selber Kommentare und Daumen nach oben freuen. Tschüss.